Ja, hallihallo ihr Lieben. Ihr wisst, ich bin immer gut informiert und bei mir gibt's heute alle Neuheiten des neuen Catrice-Sortiments im Februar 2013. Ja, wie gewohnt stellen die Drogerien zweimal im Jahr ihr Sortiment um und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist erst gestern gewesen, aber es ist schon wieder soweit. Es trudeln nach und nach die Pressemitteilungen ein, was die Neuheiten der einzelnen Firmen sind und ich freue mich heute, euch alles das zeigen zu können, was Catrice neu hat und da sind echt ein paar coole Kracher mit dabei und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal damit an. So, und zwar als erstes wird es einen neuen Concealer geben, der mich natürlich sofort an den Yves Saint Laurent Touche Eclat erinnert. Nicht nur von der Verpackung, sondern auch von der Beschreibung. Es sollen weiße Schimmerpartikel drin sein und ja, wie gesagt, auch die Verpackung lässt diesen Schluss nahe. Das wäre für mich so das erste Teil, wo ich sage, das ist sicherlich spannend. Dann wird es neues Augenbrauengel geben und zwar in gefärbt. Das finde ich eigentlich ganz cool, denn man will ja vielleicht nicht immer nur mit Puder oder Stift hantieren. Insofern ist das so wie eine Mascara, was ihr euch dann auf eure Augenbrauen geben könnt. Und eine Eye Base wird es auch neu geben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Catrice jetzt keine hatte. Muss ja wohl, sonst wäre es ja keine Neuheit. Also insofern als großer Base-Fan werde ich die natürlich auch auf jeden Fall testen. Und es gibt dann noch einen super feinen Eyeliner von diesem Filz-Spitz-Eyeliner, den von Essence, den finde ich ja nicht so gut, weil der leider zu haltbar ist. Müssen wir mal schauen, wie der von Catrice sein wird. Als nächstes gibt es von dem Skin Finish Puder, Moment, wie heißt das? Skin Finish Compact Powder, eine weitere Nuance. Es gibt es dann, glaube ich, insgesamt in 4 Farben. Und was auch neu sein wird, und das ist für mich eigentlich mit das Highlight bei der gesamten Sortimentumstellung, eine komplett neue Range mit Kajalstiften, auch in schönen bunten Farben. Und die sind so zum Rausdrehen. Solche habe ich ja zum Beispiel auch schon von MAC hier mal liegen gehabt. Und die Beschreibung hört sich sehr vielversprechend an. Sie sollen wasserfest sein. Ihr wisst ja, als großer Kajal-Fan warte ich ja immer noch auf den deutschen Drogeriekajal, den ich euch empfehlen kann. Also da werde ich auf jeden Fall eine Review zu machen, weil das finde ich super, super spannend. Als nächstes gibt es einen neuen Gel-Eyeliner, schwarz mit Gold, also nicht mehr nur noch das reine Schwarz. Die Gel-Eyeliner von Essence und Catrice sind super, das habe ich euch schon so oft gesagt, da könnt ihr auf jeden Fall zugreifen. Und natürlich super spannend, Catrice hat jetzt eine BB-Cream. Es wird sie in 4 Nuancen geben. Ich bin sehr gespannt, wie die so ist. BB-Creams haben ja mittlerweile fast alle Drogeriemarken, auch im Sortiment, sei es Garnier, die mit die ersten waren. Mir persönlich gefällt es ganz gut, dass Catrice zwar viele Trends auch mitmacht, aber dann auch häufig wartet und nicht auf Teufel komm raus mit den Sachen dann als erster da sein möchte. Ich bin sehr gespannt, ob sich das Warten auf diese BB-Cream gelohnt hat oder eben nicht. Das gilt es dann auszutesten. Des Weiteren gibt es eine Camouflage-Creme, also im Prinzip ein Cream-Concealer, der sehr stark deckt. Es wird ihn in 3 Nuancen geben. Ich persönlich bin ja nicht so ein Concealer-Freund. Ja, ein Freund des gesetzten Concealers bin ich nicht. Nein, ich habe jetzt eine heiße Kartoffel im Mund. Manchmal geht es mit mir durch, es tut mir leid, aber ich weiß ja, dass ihr mich genau dafür lieb habt, nicht wahr? In gelbstichigen Nuancen und Rosé-Nuancen, also das finde ich auch extrem spannend. Es wird ein neues mattes Bronzing-Puder geben. Auch da weiß ich, dass viele von euch Schwierigkeiten haben, so etwas in der Drogerie zu finden. Und das könnte auch durchaus für den einen oder anderen für euch spannend sein. Und dann wird es zu den bereits bestehenden Kajalstiften, die jetzt nicht schlecht sind, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig Bombe, 2 neue Farben geben. Die blende ich euch dann hier mal ein. Sehr spannend sind die gebackenen Lidschatten, die Catrice ja jetzt schon in mehreren vergangenen Limited Editions, also sei es glaube ich die Siberian Call und die irgendwas mit Moon oder so, die es dieses Jahr gab. Also ich weiß, die hatten sie zweimal in der LE und die waren auch sehr beliebt, sehr begeistert wart ihr davon. Und haben sich gedacht, das nehmen wir dann wohl mal in die Kollektion. Mir persönlich gefällt die Farbauswahl sehr gut. Dieser milchig-weiße spricht mich sehr an, der lila an. Was rede ich? Mich sprechen alle an. Ihr wisst ja, dass ich eine Riesensammlung habe von den gebackenen Minerallidschatten von MAC. Also ja, natürlich ist das hier auch mein Ding, absolut. Es wird
5 neue Lidschattenfarben geben. Ich habe leider keine Info darüber bekommen, was genau aus dem Sortiment geht. Sollte ich das noch bekommen, werde ich auf jeden Fall da noch mal ein eigenes Video zu machen, weil die Sachen ja dann immer sehr schön runtergesetzt sind. Aber ihr könnt sicher sein, dass wenn sie 5 neue Lidschatten nehmen, dass dann auch irgendwelche reduziert sind. Also da würde ich dann vielleicht einfach mal die Augen aufsperren. Dann hat Catrice ja auch immer die Lidschatten Quads. Ich bin ja eigentlich so von Quads oder generell Geschichten ein großer Freund. Muss jetzt leider sagen, dass ich persönlich die Farbzusammenstellung, die es jetzt dieses Jahr geben wird oder dieses Halbjahr, nicht ganz so spannend finde. Aber auch das ist immer Geschmackssache. Lidschatten bei Catrice sind immer eine Bank, sind immer gut, bis auf einige sehr wenige Ausnahmen. Insofern, wenn euch da diese Farbzusammenstellung interessiert, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Catrice hat ja zum Beispiel diese Smoky Quads, die ich dann als Quad aber auch wirklich cool finde. Das sind farblich zusammen abgestimmte Lidschatten in immer einer Farbe. Und da werden sie dieses Jahr ein lilanes Quad rausbringen. Finde ich auch super. Lila ist ja eine der Trendfarben, glaube ich, auch im Frühjahr. Und da liegt ihr dann auf jeden Fall richtig mit. Aber ich denke, viele von euch werden sich über dieses Stück hier freuen. Catrice wird eine Nude-Palette rausbringen. Hat ja auch lange genug gedauert, bis sie dann gemerkt haben, dass das Thema Nude sehr aktuell ist. Mir gefällt die Zusammenstellung der Lidschatten sehr schön. Von der Pressemitteilung her sieht es so aus, als wären sie alle glänzend. Das ist ein bisschen schade, aber gut, da haben die meisten Firmen im Moment noch einen Fokus drauf. Was mir persönlich leider gar nicht gefällt, ist die Verpackung. Die, finde ich, sieht diesem ganzen Thema nicht so richtig angemessen aus. Aber gut, das ist Geschmackssache. Solange der Inhalt stimmt, soll die Verpackung dann ja nicht das Wichtigste sein. Obwohl sie natürlich gerade bei Kosmetik auch immer wichtig ist. Und dann gibt es noch die Oil Blotting Papers im Standardsortiment. Sowas gibt es ja immer mal in der Limited Edition. Und das ist für die Leute, die fettige Haut haben, wirklich super, weil ihr euch wirklich nur mal eben übers Gesicht wie mit so einem Löschpapier abtupfen müsst und dann nicht mehr so glänzt. Ich habe ja leider eher trockene Haut, muss da also immer Fett drauf klatschen. Insofern ist dieses Produkt nichts für mich, aber ich weiß, dass viele von euch das gut finden. Wie immer bei jeder Umstellung gibt es auch jede Menge Mascaras. Ich habe sie euch hier mal eingeblendet. Es gibt jetzt irgendwie The Giant. Wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr, warum ich da jetzt so drüber lache. Auch als Waterproof-Version. Mascaras sind für mich immer ein Riesenthema. Ich teste mich da durch, aber so richtig, ja, egal. Wurscht. Catrice hat gute Mascaras. Lassen wir es dabei. Spannend finde ich allerdings die Mascara, die Waterproof Top Coat. Das heißt, damit könnt ihr eine Mascara, die ihr schon habt und die vielleicht euer heiliger Gral ist, in eine wasserfeste Mascara verwandeln. Ich persönlich muss es nicht unbedingt wasserfest haben, aber ich weiß, einige von euch stehen da drauf. Also das finde ich ein sehr spannendes, innovatives Produkt. Habe ich so auch noch bei niemand anderem gesehen und das wird natürlich auch getestet. Dann gibt es 3 neue Lippenstift-Nuancen, die ich persönlich sehr schön finde. Sie sind matt und das finde ich auch gut, denn die matten Nuancen von Catrice aus den Limited Editions in letzter Zeit, die waren immer sehr gut, die waren nicht zu trocken, auch überhaupt nicht schlüpfrig und nicht ja, einfach satt. Und die kommen jetzt eben in 2 Farben ins Standardsortiment und die Farben finde ich auch sehr schön gelungen, sehr schön ausgewählt und da werdet ihr sicherlich eure Freude mit haben. Etwas zwiegespalten bin ich über diese Neuerung, die gesamte Flöte. Catrice ersetzt das komplette Lipgloss-Sortiment von den deckenden Lipglossen. Das war immer ein Highlight meinerseits. Es wird klar sein, dass wenn jetzt ein komplett neues Sortiment kommt, dass die alten rausgehen. Wer da Spaß an diesen bisherigen Lipglossen hat und dann eben für 99 Cent oder für was sie das dann immer raushauen, noch was kaufen möchte, das ist eine richtig gute Empfehlung. Also ich glaube 80% des Sortiments sind wirklich top, top, top. Da solltet ihr einfach mal schauen. Das sind auf jeden Fall jetzt hier die neuen Farben, die ihr seht. Finde ich nach wie vor auch sehr gelungen. Haben sich ein bisschen an dem alten Sortiment orientiert, aber eben nicht 100%. Und ich bin sehr gespannt, wie die Textur dieser Lipglosse sein wird. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Lipgloss-Fan und freue mich, sie zu testen. Also das ist, denke ich, neben den Kajalstiften, den BB-Creams und der Nude-Palette so das größte Highlight aus der Sortimentsumstellung. Diesen Monat wird auf jeden Fall auch noch die Essence-Sortimentsumstellung kommen. Da kann ich euch dann auch noch ein Video zu machen. Und ja, das war's jetzt erstmal für heute.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr solltet auf jeden Fall einen Kommentar da lassen, wenn ja, oder mir auch einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr es scheiße fandet, dann gebt mir auch einen Daumen runter. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Und ihr wisst, immer mittwochs ist Make-up-Mittwoch bei Coco. Ich habe euch unten nochmal ein anderes Video reingepackt, was ich denke, was ihr vielleicht sehen solltet. Das sind nämlich die Limited Editions der Drogerie für diesen Monat, falls ihr das noch nicht kennt. Und ich sage einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Coco.